Kennst du das Spiel Odds? 3, 2, 1, 4. Nein! Yes! Das kann nicht wahr sein. Er hat quasi eine Wette verloren. Und er muss Ihnen jetzt eine Geschichte aus seinem Leben erzählen. Ich bin mit 16, 17 Jahren in die rechte Szene eingetreten und war halt ziemlich lange politisch rechtsaktiv. Wenn ich das heute sehe, da ekle ich mich tatsächlich über mich selber. Das bist du. Ja, Mann. Kaum vorstellbar, oder? Kaum vorstellbar. Das ist für mich so ferner von der Realität. Man sagt ja immer, wenn man dumm ist, dann weiß man nicht, dass man dumm ist. Genau. Heute denke ich mir, wow, ich war verdammt dumm. 24.000 Rechtsextreme zählt der Verfassungsschutz in Deutschland. Die Hälfte davon gewaltbereit. Und etwa 6.000 davon sind Neonazis. Und mit einem ehemaligen Neonazi bin ich heute verabredet. Er heißt Maximilian Kelm und ist vor 3 Jahren ausgestiegen. Ich weiß nicht viel über ihn. So sieht er aus. Das ist ein Flugblatt der Antifa. Und ich will von ihm wissen, wie kommt man auf die Idee, sich dieser Ideologie anzuschließen? Und wie kommt man dann auch wieder raus? Welche Probleme hatte er danach? Braunschweig, Game Time. Maximilian Kelm arbeitet heute hier. Gleich spielen die Braunschweiger Löwen gegen das Team aus Ludwigsburg. Bundesliga Basketball. Max filmt für die Social-Media-Kanäle der Braunschweiger. Ich glaube auch persönlich, die nächste, die Alpha 7S3, die wird halt echt alles ficken. Also da muss halt schon irgendwas Krasses kommen. Und dann gucke ich mal, was abgeht. Krass ist auch das Erste, was mir bei seiner Vergangenheit einfällt. Wie viele Leute wissen jetzt hier von deiner Vergangenheit Bescheid? Das ist eine echt gute Frage, weil ich wollte Luis vorhin, weil wir auch privat ziemlich gute Freunde sind, wollte ich mal so anschneiden, ob er das weiß, aber er weiß das tatsächlich gar nicht. Aber er wird es heute erfahren. Luis! 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 Später. Gehst du nach hinten? Wer Max im Netz sucht, findet relativ schnell heraus, wie er früher drauf war. Er marschierte bei der NPD und die Rechte mit, skandierte alles für Volk, Rasse und Nation. Das war sein altes Leben. Sehr geiles Video, was da rumläuft. Und das ist sein neues. Ich gucke mal, dass ich nochmal mit reingehe. Aber hier ist immer schwierig. Was halt? Okay, ich dachte, ich versuch's mal. Was, er nicht? Okay. Oh, ja. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Ja, war nix. Spieler sind sich ziemlich sicher, dass das nicht gut ist. Also, sneak ich. Die meisten im Team wissen nichts von seiner Vergangenheit. Für viele hier ist er nur der lustige Max. Der filmt, die Mannschaft im Netz gut aussehen lässt und nicht der die Nationalisten Braunschweig gründete und versuchte, an seiner Schule Nachwuchsnazis zu agitieren. Gewinnen wir nochmal das Spiel! Dass ich nicht filmen darf. Die TV-Rechte hat einen Mobilfunkanbieter. Seine Geschichte will ich mir jetzt erstmal vorurteilsfrei anhören. In einem Nebenraum der Halle. Ich habe eine klare Haltung zu dem Thema, aber jetzt ist Max dran, der sich beim Y-Kollektiv gemeldet hat, um seine Story zu erzählen. Ein ehemaliger Neonazi, der auspackt? Solche Gelegenheiten gibt es selten. Was warst denn du für ein Rechtsextremer? Also der Verfassungsschutz sagt, es gibt 24.000 Rechtsextreme in Deutschland. Die Hälfte davon gewaltbereit, 6.000 Neonazis. Was warst du für einer? Ich würde nicht sagen, ich würde auch heute nicht sagen, dass ich gewaltbereit bin oder gewaltbereit war, aber ich fand diesen Clinch und wenn es dazu gekommen wäre, hätte ich schon ziemlich geil gefunden. Ich kann es nämlich andersherum auch genauso verstehen, wenn also den Clinch mit der Antifa. Ich würde niemals auf wehrlose Leute einschlagen oder sagen, komm, wir gehen jetzt mal in die Stadt und schlagen mal Dönerbuden kaputt. Das, so war ich nie, so wäre ich auch nie gewesen. Eine konkrete Antwort ist das nicht. Diese Fotos hat Max mir vorher per WhatsApp geschickt, als Beweis, dass seine Geschichte stimmt. Was es mit den Tattoos auf sich hat, später. Mit 16 rutscht er in die rechte Szene. Damals ging er auf die Hauptschule. Wir waren die einzigen beiden Deutschen im ersten Jahr. Und ansonsten waren es halt nur Ausländer. Und dadurch hat sich das in meinem Kopf natürlich noch bestätigt, okay, Hauptschule, nur Ausländer.
Und witzigerweise waren in der Parallelklasse aber ein paar Deutsche, für die habe ich dann damals, oder mit denen habe ich dann damals ein bisschen abgehangen. Für einen habe ich da Musik besorgt, der war aber selber nicht auf der Schule. Und das war damals Nordfront, also Rechtsrock. Und da haben wir das dann auch selber angehört, fand die Mucke gut. Das sind ja schon relativ aussagekräftig, die Lieder. Die Zeit ist jetzt gekommen, es war ein langer Weg. Doch wir sind ihn gegangen, der Wind hat sich gedreht. Ihr hört typische Rechtsrock-Mucke. Die Band taucht im Verfassungsschutzbericht Niedersachsen auf, ist mittlerweile aufgelöst. Durch die Musik findet er neue Freunde, meldet irgendwann selbst rechte Demos an und ist nach seiner Aussage sogar einen Monat lang Mitglied in der Partei Die Rechte. Ich frage mich, wie das wohl seine Eltern fanden. Vater hat auch immer gesagt, sammel deine Erfahrungen, wenn du denkst, das ist der richtige Weg, dann stehe ich dir da nicht im Wege. Fast täglich hängt er mit seinen Neonazi-Freunden ab. Jedes Treffen, was war irgendwas was Stumpfes dabei, also irgendwas Witziges, wo ich mit heute denke, wie kann sowas passieren? Wir haben bei uns am See gegrillt. Es lief Rechtsrock, auch der härtesten Art und Weise. Und dann kam irgendwann ein Nachbar und sagt, ja, könnt ihr die Mucke halt ein bisschen leiser machen, ich habe noch von mir da. Und als sie dann gefahren sind, ist er dann dazugekommen mit Bier und hat frisch Gezapftes gebracht und saß da mit uns und hat so der Mucke abgefeiert. Wo ich mir dachte, also wo ich mir auch, also damals dachte ich mir so, krass, wie witzig der Typ ist. Heute denke ich mir so, oh, wie krass stumpf ist das denn? Nächste Geschichte. Es gab mal eine Gegendemo bei uns, gab mal eine Demo in der Stadt gegen mich und gegen Kioskbesitzer und jemanden, der im Autohaus arbeitet, weil wir halt alle drei Rechte sind und alle drei scheinbar akzeptiert werden von der Gesellschaft. Und da hat die Antifa in der Innenstadt eine Demo abgehalten. Und damals in der Innenstadt auch, hatte jemand ein Haus von seiner Oma geerbt oder so. Und da haben wir uns mal getroffen. Und da waren da 30 Mann. Ich werde jetzt für die Zahl wahrscheinlich gehasst, aber ich weiß es nicht, 30, 40 Mann oder so. Ich habe gesagt, naja, lass uns doch auch mal dahin gehen. Also die können ja nicht eine Demo gegen uns machen. Und wir sitzen hier und picheln und saufen uns einen rein. Das funktioniert halt nicht. Und dann bin ich mit einem ganz klitzekleinen Kreis von 5 Mann los. Und dann sind wir halt Richtung Innenstadt gegangen. Antifa hat das sofort mitbekommen. Es hat super geknallt. Die Polizei ist im letzten Augenblick noch dazwischen gegangen. Dann wurden wir quasi wieder da reingeschifft und haben dann da den Rest des Abends gesessen und Bier getrunken und gegrillt. Also viel mehr ist da nicht passiert. Also doch gewaltbereit. Er erzählt das, als wäre das das Normalste der Welt. Im Spiel ist kurz vor Schluss. Braunschweig liegt 2 Punkte hinten. Aus Maximilian werde ich nicht schlau. Mit Neonazis grillen und saufen, das klingt nach harmlosem Dorfverein. Und auf meine Frage, ob er Ausländer gehasst hat, sagte er mir später ein klares Nein. Wie kriege ich das denn in meinem Kopf nicht hin? Da ist auf der einen Seite dieser Maximilian, der so total sympathisch ist, auf der anderen Seite der Typ, der echte Tattoos hat, der mir WhatsApp schickt mit Fotos und von Videos, wo ich dachte, Alter, spinnst du? Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich draufhalten soll, ey. Was ist gerade passiert? Foul in der letzten Sekunde, hammerhart. Und ein Punkt. So, jetzt siehst du gleich Menschen explodieren. Unentschieden. Das Spiel geht in die Verlängerung. Weil ich ein Familientreffen habe, was ich nicht absagen will, bitte ich Max, mir später das Ergebnis zu schicken. Wow, Alter, der Krimi hier ist vorbei. Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Was soll man sagen? Die Stimmung hier war brachial. Ich glaube, zum Ende sind alle ausgeflippt, oder Tommy? Die Stimmung? Hat gepasst heute, würde ich sagen. So können wir öfter gewinnen hier. Die Jungs haben natürlich jetzt gute Laune. Hi. Ich bin sehr im Parkplatz. Na du? Wohin? Das ist Elan. Max. Die Woche drauf, wieder in Braunschweig. Wir haben uns zum Frühstücken verabredet. Denn viele meiner Fragen, wie kam er rein, was sollen die Tattoos und was hat er mit der Antifa erlebt, sind noch nicht beantwortet. Und warum hat er sich bei mir gemeldet? Warum erzählst du mir die Geschichte? Weil ich die Hoffnung habe, dass es noch Leute gibt wie mich, die vielleicht irgendwann auch mal sagen, hey, also du musst ja so gut vorstellen, du erzählst ja jedem und du stehst ja auch zu deiner Meinung und zu deinem Bild. Ja. Und es ist halt super schwierig dann zu sagen, okay, vielleicht habe ich einfach auch mal ein bisschen viel darüber nachgedacht und lasse Einflüsse auf mich nicht mehr unbedingt so wirken und überdenke das alles mal. Und dann musst du ja auch mal gerade stehen und sagen, okay, das war die letzten 5 Jahre Mist. Mhm. Und das mach mal.
gerade wenn du vielleicht auch noch, wie soll ich sagen, charakterlich nicht der Stärkste bist, dann zu sagen, ich steige da aus und ich lasse das sein und ich ändere das und ich mache was Gutes. Und dass es halt Menschen gibt wie, keine Ahnung, meine Eltern oder Arbeitskollegen, die sagen, die mit Politik an sich und mit rechts, links gar nichts am Hut haben und die sagen, okay, wow, jetzt kann ich mal verstehen, was in so jemandem, oder verstehen vielleicht nicht, aber jetzt sieht man mal, was in so jemandem vorgeht. Schön rüber. Danke. Ah, so, ich melde uns mal eben einmal an. Hallo. Schönen guten Tag. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Dennis Leifels. Während ich frage, ob alle einverstanden sind, dass wir drehen, kümmert sich Max um seine 10.000 Follower. Instagram. Heute mal vom Film. Ich habe dir die Frage gestellt, ob du Ausländer gehasst hast. Hm. Und da hast du gesagt, nein. Hm. Das fand ich nicht glaubwürdig. Echt nicht? Nee. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 4-5 Jahre in dieser Szene warst. Hm. Und das Friede, Freude, Eierkuchen war. Hm. Und du hast mir erzählt, du hast dich da nur mit Leuten getroffen und irgendwie zum Grillen. Und das nehme ich dir her. Ja, ist gut, dass wir darüber reden. Das Strange ist ja, dass ich von dem Moment an, wo ich quasi richtig in der Szene drin war, auch nur entweder mit Nazis, also mit den Rechten, von den Rechten umgeben war oder halt eben von den Leuten um mich herum in der Schule und Co. Und ich mit denen halt nie Stress hatte und mit denen eigentlich auch gut war, auch heute noch. Hab ich auch erzählt. Das Ding ist, natürlich hat man so ein schräges Bild von Deutschland und der Islamisierung, die scheinbar stattfindet, wenn man jetzt wieder allen anderen glaubt oder wenn man halt eben, ne? Und davor hatte ich halt tierisch Angst und dachte mir so, okay, wir werden ausgetauscht. Glaubst du das immer noch? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also wenn ein Syrer jemanden absticht in einem Flüchtlingsunterkunft oder das Mädchen, was da irgendwie gefunden wurde, dann war ich früher natürlich so, krass, komm hierher und verhalten sich wie die Axt im Walde, kann ich nicht angehen. Scheiß Syrer. Aber da bin ich ja auch bei dir. Ne? Ja, komm hierher und ich will ja auch keine Kriminalität. Ja, natürlich nicht. Würde ich nicht pauschalisieren und würde sagen, alle sind so. Eben und drum. So und ich denke mir, der Typ ist nicht Syrer, sondern der Typ ist halt ein Arschloch. Ja. Das ist halt der Punkt. Das denke ich mir halt. Heute bei jedem, der halt irgendwie Scheiße baut. Ich hätte gern Cappuccino und einen strammen Wachs. Ich nehme auch ein Cappuccino und ein kleines Frühstück. Was hast du? Ich muss ja das Insta-Game gleich noch spielen. Kennst du das Spiel Odds? Nee. Ich kenn das auch nicht. Wir sagen, keine Ahnung, Odds, du musst dich da drüben bei den älteren Damen an den Tisch setzen und eine Geschichte aus deinem Leben erzählen. Und dann sage ich 6, dann geht es von 1 bis 6. Dann zählen wir runter, 3, 2, 1 und jeder sagt eine Zahl zwischen 1 und 6. Ja. Wenn wir die richtige Zahl beide sagen, also wir sagen beide 3, dann musst du das machen. Wenn nicht, dann halt nicht. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich find's auch super stumpf, weil... Ja, Odds. Du musst darüber und mit den dreien eine Geschichte aus den letzten 3 Jahren erzählen. Also ein bisschen strange. Also, wie machen wir das jetzt? Wir machen Odds 5. Bitte, lieber Gott, hab Erbarmen, bitte. Soll ich runterzählen? Ja. 3, 2, 1, 4. Nein, yes! Das kann nicht wahr sein, das gibt es nicht. Lernst du das auch? Rüber. Oh Gott. Soll ich, Komm. Er muss Ihnen jetzt eine Geschichte aus seinem Leben erzählen. Ah. Ja. Wäre das in Ordnung für Sie? Wenn man nicht hinter eine Waschmaschine kauft? Nein, das nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ja, dann wie erzählt man denn das so? Weiß ich nicht. Ich bin mit 17, beziehungsweise 16, 17 Jahren in die rechte Szene eingetreten und war halt ziemlich lange politisch rechtsaktiv. Und darüber drehen wir jetzt quasi, weil ich das jetzt nicht mehr bin. Aussteiger. Genau. Wie kommt man da so rein in so eine Rechte? Tatsächlich, so wie man das in der Schule und auch von allen hört, ist es am Anfang echt über Musik passiert. Das war ich tatsächlich damals, ja. Also, die Haare kurz, ja. Keine Haare. Nee. Ja, okay. Das ist schon gut. Aber trotzdem muss es auch für Sie so einen Punkt gegeben haben. Oder ein Ereignis, wo man sagt, oh, jetzt muss ich aber die Kurve kriegen. Also das ist ja, kann mir nicht vorstellen, dass das so eine schleichende Entwicklung ist, sondern da muss halt irgendwas Einschneidendes passiert sein, damit Sie sagen, also nee, das geht jetzt nicht. Der kam damals tatsächlich, als es dann nochmal so richtig öffentlich gemacht wurde. Also es ist ja, ich bin so ein bisschen in der Versenkung gewesen, das hat keiner mehr darüber geredet, aber jeder wusste es, das steht auch alles im Internet. Und als es dann wieder aufgekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ein Statement setzen, jetzt muss ich sagen, es ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so, ich möchte auch nicht mehr in diese Ecke gedrängt werden. Oh Gott, ich möchte auch nicht mehr in die Ecke gedrängt werden. Und das war, würde ich heute sagen, auf jeden Fall auch genau der richtige Punkt, weil da hatte ich dann auch die Stärke zu sagen, okay, ciao.
Und gab es denn dann Probleme jetzt mit ihren alten Kumpels, so sage ich mal? Man hört doch immer, dass das gar nicht so leicht ist, selbst wenn man das möchte, dass da doch Repressalien oder sowas. Ich bin der Meinung, dass ich es zumindest dahingehend richtig gemacht habe, dass ich nie über irgendwie ein schlechtes Wort verlassen. Okay, okay. Also ich gesagt, ich habe in die Pfanne gehauen. So genau, ich habe jetzt nicht gesagt, ja, und das sind die Namen, weil ein paar machen das natürlich verdeckt. Also können Sie sich nicht vorstellen, wenn Sie geoutet werden, dann geht halt ein Flyer von Ihnen in der Nachbarschaft rum, bei der Arbeit, der steht im Internet und da kann jeder lesen, der meinen Namen eingibt, dass ich ein Nazi bin. Da steht mein ganzer Werdegang. Und ein paar Leute gibt es, bei denen ist das nicht so und denen würde es super schaden, wenn das rauskommen würde, weil sie es vielleicht nicht so öffentlich machen oder nicht so aggressiv nach vorne im Erscheinungsbild. Und ich habe nie einen davon in die Pfanne gehauen und ich habe das auch kommuniziert. Ich habe gesagt, ich fürchte keine Repressalien, ich fürchte keine Handlungen, weil ich glaube, dass ich sauber damit abschließe und bei niemandem irgendwas schuldig bin. Und offensichtlich haben Sie sich auch Hilfe gesucht, ne? Damals Exit, genau. Das ist eine Aussteigerorganisation. Die haben vor allem so sich um Sachen gekümmert wie, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass man, wie heißt das denn, Melde? Eine Auskunftssperre. Genau, eine Auskunftssperre einzurichten, dass ich zum Beispiel, ich habe natürlich Nachrichten bekommen, dass ich Kommentare und Nachrichten und alles sichere und speichere, das hätte ich normalerweise nicht gemacht, falls doch mal irgendwas passiert, dass mich nachts einer umhaut, dass man diese Beweise hat, dass es halt politisch tatsächlich auch passiert ist und dass mich nicht einfach nur wahllos irgendeiner in der Stadt umgehauen hat. Das sind zum Beispiel so Dinge, also sehr viel Background tatsächlicherweise. Und halt auch natürlich Gespräche, um zu erforschen, okay, stimmt das, was der Junge da sagt oder warum macht er das hier? Kann man das Menschen vergeben, die mal in der rechten Szene waren? Ich denke, kommt natürlich darauf an, was sie in der Zeit gemacht haben, sage ich jetzt mal. Ne? Gewalt gegen Schwule oder Ausländer oder sonst was, was sie sich haben zu Schulden kommen lassen. Aber ich denke, ich sage jetzt einfach mal, nehme ich mal an, dass das bei Ihnen so weit nicht gekommen ist, dann kann man das eigentlich nur bewundern. Und auch natürlich gibt es nichts zu vergeben. Das war ein falscher Weg. Man hat es eingesehen und geht einen neuen Weg. Dann ist das okay, ne? Aber wenn dann natürlich irgendwas, was vielleicht strafrechtlich hätte verfolgt werden müssen oder ist jemand anders dabei zu Schaden gekommen, dann ist das mit der Vergebung natürlich so eine Sache, ne? Aber wenn es einfach nur die Ideologie war und man hat sich davon wieder befreit, ist das okay, ne? Das ist also sogar bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne? Also herzlichen Glückwunsch, kann ich dann so sagen. Ne? Ja. Super. Dann vielen Dank, dass wir... Ja, Ihnen noch eine gute Zeit. Weiter so, sag ich. Wow, das war das mit Abstand... Das war das mit Abstand krasseste, was ich im Leben gemacht habe. Alter Schwede, ich zitter innerlich, das glaubst du nicht. Wieso? Wahnsinn, das ist super krass, ja. Also, und die sind halt super offen, super nett, aber auch gerade die Damen kennen ja wahrscheinlich auch noch eine Zeit oder zumindest noch näher die Zeit, die halt eben auch so... Nazi-Deutschland geprägt ist, als keine Ahnung, als wenn wir uns jetzt bei den Namen hinter dir an den Tisch gesetzt hätten. Und deswegen hätte ich da eigentlich viel eher noch eine andere Reaktion erwartet, irgendwie negativer. Wir reden über den Holocaust, den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden, bei dem bis zu 6,3 Millionen in Konzentrationslagern ermordet wurden. Wie denkt er darüber? Das kann man nicht gut reden und man kann nicht, also man sollte das nicht leugnen, ob es eine 6 oder eine 5 war, es ist scheißegal, selbst wenn es 3 waren, waren es zu viel und es geht ja, glaube ich, also mir, ich finde viel weniger schlimm, darf man gar nicht sagen. Was ich viel krasser finde, ist, wie halt in den Städten umgegangen wurde, dass die Wohnungen leer gemacht wurden, die Leute rausgeholt wurden, denen ist die Zähne gezogen und so ein Scheiß, das finde ich halt unfassbar, da ist es mir egal, was da für eine Summe steht, es ist passiert. Und wenn du all das weißt, und das wusstest du auch schon wahrscheinlich mit 15, mit 16, ja, das auf jeden Fall. Wie kommt man auf die bescheuerte Idee? Ja. Wirklich, wie kommt man auf die bescheuerte Idee, dann zu sagen, bei dem Verein mache ich mit? Ich habe immer gesagt, ich trenne das. Also es gibt die Leute, die sich über die Kriegsgeschichte und darüber identifizieren und sagen, ja, oh, das ist alles scheiße und wir sind noch ein besetztes Land und wir haben keine Verfassung. Okay, und es gibt die Leute, die sich die Sorgen machen um das, was in 30 Jahren passiert in Deutschland. Und ich habe gesagt, was früher war, ist mir scheißegal, damit habe ich nichts am Hut. Aber mir ist wichtig, was in 30 Jahren passiert. Und da möchte ich nicht, dass ich in einem, keine Ahnung, von Ismail Attacker geführten Land lebe. Und, keine Ahnung, es hier nur noch Dönerbutzen gibt. Das war für mich unverständlich. Deswegen habe ich immer gesagt, ich akzeptiere, dass das Alte nicht gut war, absolut nicht. Aber mir ist wichtig, was in der Zukunft passiert.
Mhm. Aber den rechten Arm hast du dann trotzdem gehoben, oder? Nee. Hast du nicht. Ich habe das grauenvolle Bild mit dem Hakenkreuz, aber ich habe tatsächlich das. Also das Bild kennt tatsächlich keiner. Also das kennt wirklich keiner, kennt dieses Bild. Egal, wie ich das jetzt zeige, da schluckt jeder. Also jeder, also ich habe es nicht vielen gezeigt, das kann ich nicht vielen zeigen, das ist krass. Aber den rechten Arm habe ich nicht gehoben. Du kommst aus der großen Stadt, ist ganz klein, jeder Wach. Vorstrafen hat Max laut seiner Aussage übrigens nicht. Wir fahren in seinen Heimatort. Er ist ganz in der Nähe von Braunschweig aufgewachsen. Ich will jetzt ehrlich gesagt mal von ihm wissen, wie viel Stress er da auch mit der Antifa hatte. Die haben ihn hier wohl geoutet und haben Flyer in seinen oder hier überall in den Häusern in den Briefkästen verteilt. Und da interessiert mich schon, was hat das mit ihm gemacht? Hat ihn das eher angestachelt oder hatte der da Respekt vor der Antifa? Hier kommst du her? Hier komme ich her, geil hier, ne? Da, wo jetzt die Jalousien unten da sind, da haben meine Eltern gewohnt. Ja. Welche Erfahrung hast du mit der Antifa gemacht? Krasse. Also ich weiß nicht, ob sich irgendwer vorstellen kann, wie das ist, wenn du nach Hause kommst oder auch zur Arbeit. Ich hatte hier vorher bei einem Elektrikerunternehmen gearbeitet und wenn du da hinkommst und da liegt ein Flyer von dir, den Leute angefertigt haben, die du nicht kennst. Du kennst keinen von denen. Jeder weiß, wenn du durch die Stadt gehst, denkst du dir, okay, der könnte mich kennen, der weiß das, der ist vielleicht so. Aber du weißt es nicht. Du weißt nicht, wer sind die Leute. Da steht ja auch nichts drauf. Du hast mir aber auch gesagt, dass als du geoutet warst, hat dich das eher bestärkt. In dem Moment schon, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist die Bombe geplatzt, jetzt weiß es jeder, jetzt kann ich natürlich vollkommen, jetzt kann ich offen sein, jetzt kann ich damit auch nach vorne gehen und sagen, ja, ich bin geoutet, ich bin halt Nazi, es ist so, die Antifa weiß es, aber es hat dich natürlich dann auch wiederum gebremst, weil ich mir dann sagen muss, okay, wenn ich jetzt auf Demos gehe, dann vermumme ich mich, weil ich möchte nicht, dass jeder weiß, dass ich halt in Dresden auf dem Trauermarsch war, ich möchte nicht, dass jeder weiß, auf was für eine Demo ich war. Aber sag mal, bist du denn dann irgendwann mal mit den Linken zusammengestoßen, dass du mir da von so einer Kneipengeschichte erzählt hast? Ja, das war kein politisch geplanter Abend, sondern wir wollten einfach in die Stadt gehen und haben unser Auto hinten da so ein bisschen in unserer Kneipen-Bar-Szene geparkt. Da haben wir eine Bar, die ist scheinbar sehr links, wie ich im Nachgang erfahren habe. Und haben das Auto geparkt und es ist oben so ein, du kannst nach links und rechts sind jeweils Einbahnstraßen und eine ganz lange Zustraße. Und sind da lang gegangen und vor der Bar standen halt so ein paar Leute. Die hatten uns dann auch gesehen und ich meinte noch so, okay, hier wird es gleich knallen. Das sieht mir irgendwie aus, als wenn es Linke wären. Ja. Und so war es auch. Die sind dann zwei, drei rein und dann sind fünf, sechs mehr raus. Und dann sind auch sofort Flaschen und Gläser geflogen. Super weit gelaufen, weil es halt, wir waren zu viert, also drei Männer, eine Frau. Und sind dann halt super weit weggelaufen. Die sind hinterher und dann haben wir uns ein bisschen vor einem Club hier bei uns in Braunschweig mit denen gebügelt. Das hat aber auch keinen weiter gejuckt, also die haben halt alle zugeguckt. Und ein bisschen mit denen gebügelt, dann aber trotzdem weggelaufen. Ja. Alles versucht zu mobilisieren. Wir waren dann statt vier, waren wir dann sechs oder sieben allerhöchstens. Also das hat sich auch keiner richtig bereit gemacht, weil naja, war halt schon spät und es hatte wohl keiner Bock, uns zu helfen. Und dann sind wir wieder hin, war keiner mehr da. Nur noch so drei, vier Hanseln, die da drin saßen, plus der Barkeeper, alle Rotze voll. Und ungefähr drei Minuten später kam einer von uns um die Ecke und mit so einen Augen und meinte, ja, super viel Antifa im Anmarsch. Und dann kam um die Ecke, wie in so einem Hooligan-Film, um die Ecke, als Wand formiert, super viele auf uns zu und haben uns dann quasi durch die Stadt gegangen, haben uns so einen Puff versteckt. Bist du gerannt? Gerannt wie ein kleines Mädchen, auf jeden Fall richtig Schiss gehabt. Wie gesagt, wenn ich da hingefallen wäre, dann schau. Also ich glaube, dann hätte ich heute Goldzähne wahrscheinlich oder gar keine Zähne. An der Bushaltestelle hing er mit seinen Neonazi-Freunden ab und hat gesoffen. Ich spreche ihn auf das Hakenkreuz-Foto an, was eigentlich keiner sehen soll. Er zeigt es mir. Was denkst du, wenn du das jetzt siehst? Strange, aber ich erinnere mich auch an den Abend, weil das waren so viele Eindrücke, weil ich da das erste Mal mit so einem Material auch in Berührung kam. Mit so einem Jurassic Park-T-Shirt und so einem Kram, ob du das kennst und so. Also das war schon ein krasser Abend und es ist natürlich, wenn ich es heute sehe, heftig, sich mit so einem Ding halt ablichten zu lassen. Ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich krieg Pickel am ganzen Körper. Ich kann's verstehen, auf jeden Fall. Ich finde das enorm befremdlich, wenn, also dieses Zeichen ist für mich solch ein, das hat, drückt so viel Leid aus, ne? Und solche Gräueltaten und ich find's fürchterlich. So habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe es immer als das Zeichen gesehen, wenn es jemand sieht, dann denkt er so, okay, ja, verbotenes Zeichen, Nazi und so. Ich habe es tatsächlich noch nie so betrachtet. Als Zeichen, unter dem halt Morde passiert sind, unter dem halt super viel geschichtlich halt auch
zerstört wurde. Ja. So habe ich es noch nie betrachtet, tatsächlich. So ein Bild bleibt hängen, das weiß auch Max. Die Entscheidung, ob es im Film gezeigt wird, habe ich ihm überlassen. Trifft eine 100% Entscheidung. Ja oder nein? Ich kann es nicht einschätzen, was da passieren kann. Ich auch nicht. Ja, zeig es. Ja? Ja, zeig es. Wenn, muss man auch voll dazu stehen, glaube ich. Ich glaube, Max will keine Zweifel offen lassen. Per Facebook-Posting hat er vor 3 Jahren öffentlich gesagt, ich bin raus. Jetzt will er es in die Welt schreiben. Optisch ist er noch nicht ganz ausgestiegen. Es ist heute übertätowiert, witzigerweise auch in einem eher linksorientierten Tattoo-Studio. Ich glaube, es hat denen besonders viel Spaß gemacht, das zu tätowieren. Also er hat mich im Saturn angesprochen auf das Ding. Und haben wir uns verabredet zum Tätowieren. Die schönen Socken, ne? Die trockene Haut. Den hast du aber noch, ne? Den habe ich noch, ja. Weg soll's auf jeden Fall. Aber genauso wie das Zeichen, das hätte man ja ganz einfach, das hätte man wirklich super einfach lasern können. Aber das fände ich feige tatsächlich. Ich muss dazu stehen, es ist noch da, es ist ja noch auf meiner Haut. Es ist ja ein Teil der Geschichte. Aber es ist jetzt halt einfach mit was Schönerem bedeckt und jetzt assoziiere ich auch was Schöneres damit. Weihnachtsmarkt? Weihnachtsmarkt, Glühwein? Wir wollen noch einen Spieler der Braunschweiger Löwen treffen. Deswegen geht es jetzt zum Weihnachtsmarkt. Ich verstehe nicht, wie kriegt man da so eine Lebensänderung hin, dass du irgendwie so dein komplettes Lebenskonzept veränderst. Und dann bist du plötzlich, erst bist du Neonazi und dann bist du Rapper. Oder bist in dieser Gang unterwegs. Ich bin am Hustle, am Gaunern, am Pushen, am Dealen. Hab die Bullen im Nacken, mit dem Teufel am Spielen. Flieg nicht zu hoch, Mann, sonst fällst du zu tief. Kaliber 38. Max rappt nicht mit, ist aber Teil der Crew, dreht die Videos. Das nenne ich mal eine 180-Grad-Wendung. Also ich habe schon den Respekt und ich glaube auch, dass jede Person so eine zweite Chance verdient hat. Wenn er das ehrlich meint und ehrlich aussteigt oder ausgestiegen ist, dann habe ich eine immense Hochachtung davor, vor solchen Leuten, die sagen, ich will jetzt damit auch was Gutes tun und ich will ein Beispiel für andere Leute sein. Weil andere Leute, die sagen, irgendwie einmal Nazi, immer Nazi, die machen sich das zu leicht. Täterprofil, ich pass nicht ins Bild. Schrader der Lappen, pff, halb zu wild. Kiste für 5 gibt's. Das Schöne ist, die Mandeln hier sind sehr gut. Das Schlechte ist, du stehst halt auch locker eine halbe Stunde an. Ist mir gerade mal so eingefallen, ja. Dafür gibt's am Ende handgerührte Mandeln. Mit dabei, links von mir, Luis, der Basketballspieler der Braunschweiger Löwen, der bis vor dem Spiel nichts von Max rechter Gesinnung wusste. Wie der wohl reagiert. Aber das bist du. Ja, Mann. Kaum vorstellbar, oder? Kaum vorstellbar. Und wie viele Leute wart ihr dann? Hier aktiv, also mein engerer Kreis waren vielleicht 6, 7 Leute, aber aktiv waren hier viel mehr. Aktiv sind hier auch viel mehr. Aber der Kreis, mit dem ich dann quasi dazugestoßen bin, waren so, ja, das ist 5, 6 Leute. Und dann natürlich in die Gruppe hier in Braunschweig, die jetzt viel, viel mehr sind. Die das auch schon viel länger machen, also schon echt viel, viel länger. Das waren deutlich mehr. Also für mich ist das irgendwie... Das ist für mich so ferner von der Realität. Für mich auch. Also es ist wirklich so weit weg, dass ich so denke, also wirklich da denke ich mir so, yo, wie kann man so weit weg selbst auch von der Realität denken? Ja. Und wie kann man sich da so reinsteigern und so denken, keine Ahnung. Also ich meine... Also man sagt ja immer, wenn man dumm ist, dann weiß man nicht, dass man dumm ist. Genau. Heute denke ich mir, wow, ich war verdammt dumm. Glaubst du, du wirst dich dein Leben lang dafür rechtfertigen müssen? Hoffentlich. Also ich denke nicht. Also ich denke, irgendwann wird es in Vergessenheit geraten, was ich einerseits okay finde, weil irgendwann muss man damit noch mal ein Ende finden. Andererseits gesehen ist natürlich immer die Frage, okay, kann man vielleicht auch tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten? Ob man der Richtige dafür ist, ist immer die Frage. Mhm. Aber ich denke, ein Stück weit sollte es halt jeder tun, der irgendwo Erfahrungen gesammelt hat. Irgendjemand anderem etwas weitergeben und helfen. Wie merkst du selbst, wie die Gedanken auf einmal umswitchen oder was vielleicht noch verankert wäre? Was ich meine? Du siehst ja, wie viel Bock ich drauf habe, die Welt zu sehen und Menschen kennenzulernen. Und ja. Meine, gerade auch bei euch in der Mannschaft mit Dre und so, das sind alles, ich meine, das ist ein Schwarzer und der Typ ist der Hammer, der ist ein absolutes Vorbild. Das hätte ich vielleicht vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht gesagt, dass ein Schwarzer ein absolutes Vorbild für mich ist. Weil der Typ ist halt einfach krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so eine Menschen nie kennenlernen, weil ich halt
mir einrede oder halt denke, ja, oder sind halt, keine Ahnung, schlechtere Menschen oder was auch immer. Digga, was ist los mit der Welt? Dann sehe ich so viel und krieg so viel mit und verschließe mich vor enorm viel. Kluges Statement. Ich hab 300 Gramm weg. Massephase? Nee. Nach den Dreharbeiten haben sich jetzt die ersten ehemaligen Weggefährten von Max bei ihm gemeldet, nachdem er ein Foto von uns gepostet hat, und sie haben ihn beschimpft. Und man kann davon ausgehen, dass auch Drogen in den nächsten Wochen oder Tagen noch dazukommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein wenig in die Kommentare schaut und wachsam seid, was dort passiert. Max lässt sich davon nicht beirren, und das finde ich sehr, 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 sehr mutig und stark von ihm. Denn jeder ist für sein Handeln selbstverantwortlich und er steht dazu, was er gemacht hat, und geht offen damit um. Wenn ihr Fragen zu Max habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Er ist selbst Social Media mäßig sehr aktiv. Ihr findet ihn zum Beispiel auch bei Instagram. Und er wird mit Sicherheit auch selbst auf diese Fragen beantworten. Alle anderen beantworte ich dann wie gewohnt im Q&A. Und wer nach rechts schaut, der muss natürlich auch nach links schauen. Das haben wir gemacht. Ich empfehle euch einen Film über den G20-Gipfel von Alexander Thiek und einen Film von Reporter. Da geht es um Lonsdale, wer die Marke tragen darf und wer nicht.